kommt ihr her? Ein Mann so groß als wie ein Bär. Der Chef von unserem Bayernland. Bestimmt gibt er uns heute bekannt, dass es für den letzten Bauabschnitt die längst versprochenen Gelder gibt. Und wenn es dann noch möglich wäre, dass wir den Kuhstall richten hier, dann könnten edle Gäste gar dort ruhen, wo es Rind einst heimisch war. Herr Seehofer, wir bitten sehr, ermöglich uns das monetär. Mit Freude überreichen wir dann diesen Blumenstrauß auch dir. Lieber Horst Seehofer, meine sehr verehrten Gäste, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen, auch im Namen der Patres des Klosters Speinsartes, und heiße dich, lieber Ministerpräsident, herzlich willkommen in Speinsart. Wir freuen uns über Ihren Besuch und begrüßen recht herzlich. Und ich möchte zu Beginn sehr herzlich für die großartige Unterstützung der bayerischen Staatsregierung in den letzten Jahren bei den verschiedensten Baumaßnahmen sehr herzlich danken. Lieber Ministerpräsident, herzlich willkommen im Kloster Speinsart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie alle herzlich willkommen. Sie sind, so wie Sie hier sind, alle Förderer dieses Klosters. Ich sage Ihnen herzlich willkommen. Und bevor ich dir, lieber Ministerpräsident, das Wort erteile, wird dir auch noch die Vorstadtmusi aus Eschenbach, die ich sehr herzlich begrüße, sagen, was wir eigentlich wollen. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen hier in Speinsart. Lieber Herr Ministerpräsident, wir drei Musikanten haben eine Vision. Man schreibt das Jahr 2050. Längst hat sich Speinsart zur etablierten internationalen Tagungsstätte entwickelt. Zwei Seminaristen sind auf dem Weg zum Vortrag in den Horst Seehofer Saal im Westflügel. Sagt der eine zum anderen: Du, wer war denn eigentlich der Horst Seehofer? Da finden die beiden am Abend in der Chronik des Klostervereins ein Lied der Fürstadtmusi Eschenbach aus dem Jahr 2011. Und das hören Sie jetzt. Politiker ist Horst von Gottes Gnaden, als bayerischer Ministerpräsident. Regiert das Land, das zeigen seine Taten, mit Herzverstand, mit Mut und viel Talent. Sein großes Ziel, ach Gott, es möge gelingen, dass Bayern Nummer eins der Republik, dass wir von Wirtschaft und Kultur dann singen. In Bayern leben, welch ein Riesenglück. Der Edmund Stoiber brachte einst die Botschaft, das ganze Kloster Speinsart wird saniert. Der Günther Beckstein führte fort mit Tatkraft, das Kirche manches Bild wurde restauriert. Nun lieber Horst, vollende du die Ziele, gib grünes Licht, mach's Kloster doch vital, damit die Tagungsstätte stark erblühe, weltoffen eben international. Wie einst des Königs treueste Vasallen, der Landkreis Neustadt hebt dich aufs Podest. Von Speinsart aus die Rufe lasst erschallen, wir halten zu dir stets in Treue fest.
Drum, lieber Horst, das Füllhorn jetzt entleere. Leg aus der Stadtschatulle noch was zu, damit der Glanz von Speinsatz sich vermehre. Dein Bild streut ewig hier im Passbadö. Herr Ministerpräsident, danke schön. Gestatten Sie noch einen epilogischen Nachschlag. Wenn zu Königszeiten eine Bäckerei in München ein paar Semmeln an den Hof lieferte, dürfte sie sich königlich bayerischer Hoflieferant nennen. Bereits zum zweiten Mal dürfen wir Sie, Herr Ministerpräsident, musikantisch hochleben lassen. Unsere Bitte, haben Sie nicht für uns auch so einen schönen Titel. Danke schön. Lieber langjähriger Wegbegleiter und Freund Georg Gierisch, hochverehrter, hochwürdigster Herr Bürgermeister, lieber Albert Nickel und natürlich auch dem hochwürdigsten Herrn Landrat, auch lange Wegbegleiter Simon Wittmann. Ich grüße den ganzen Konvent der Abtei, an der Spitze den Prior, Pater Benedikt Schuster. Vor allem ein bayerisches Grüß Gott an die Landsleute aus Bayern, an Sie alle. Es gibt ja viele Stämme in Deutschland, aber es gibt nur einen Stamm, wo man durch die Begrüßungsformel, durch die Verabschiedung und durch die Dankformel auch eine geistige Gesinnung zum Ausdruck bringt. Nur in Bayern hören Sie Grüß Gott. Nur in Bayern sagt man Pfirti Gott, der Herr behüte dich. Und wenn man Dank ausspricht, vergelt's Gott. Und ich komme auf diese Bedeutung für die Entwicklung unseres Landes, dieser geistigen Grundhaltung, noch einmal zurück. Zunächst möchte ich sagen, dass es auch im Leben eines Ministerpräsidenten besonders schöne Tage gibt, besonders schöne Wochen. Das darf man für den Schluss dieser Woche durchaus in Anspruch nehmen. Gestern Abend die Rede des Heiligen Vaters vor dem Deutschen Bundestag mit einem schönen bayerischen Mutterwitz auch gelegentlich begleitet. Ein schöner Satz war, er hat einen Theologen zitiert, der 84 Jahre alt ist und hat dann die Zwischenbemerkung gemacht. Es tröstet ihn, dass man mit 84 Lebensjahren noch sehr gute Ideen haben kann. Dann anschließend, Albert war dabei, Albert Ruprecht, Ihr Bundestagsabgeordneter im Olympiastadion, dieser sehr, sehr beeindruckende Gottesdienst. Und dann meint man, dies ist alles nicht mehr steigerungsfähig. Und dann kommt man nach Speinshardt und, meine Damen und Herren, es ist dann doch noch mal eine Krönung der Woche. Ich bedanke mich für... Ich bedanke mich bei der Eschenbacher Vorstadtmusi. So ganz spontan ist mir jetzt nur eingefallen, man könnte sie ja, als Hofmusik in der Bayerischen Staatskanzlei verwenden. Auf Lebenszeit mit Pensionsanspruch und alles, was dazugehört. Wir werden das mal prüfen, rechtlich in der Staatskanzlei. Und ich darf mich bedanken bei euch beiden, liebe Anne und lieber Max. Ihr habt ja genauso professionell gedichtet wie der junge Goethe. Und deshalb auf euren, ja, mir fällt jetzt nur zwei Zeilen ein, es ist bei uns in Bayern gute Sitte, zu entsprechen eurer Bitte. Und damit ist es eine halbe Zusage.
Es ist gute Sitte, ich entspreche eurer Bitte, das heißt jetzt übersetzt ins Politische, dass wir ja dem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt haben, im letzten Bauabschnitt sozusagen. Man hat mir zwar auf die schönen grünen Blätter, die ein Ministerpräsident für solche Ausflüge mitbekommt, Sie müssen immer wissen, die Mitarbeiter in einer Staatskanzlei haben eine große Angst davor, wenn der Ministerpräsident die Staatskanzlei verlässt und die Beamten sind nicht unmittelbar zur Kontrolle dabei, dann haben sie nämlich immer Schweißperlen auf der Stirn, weil sie nicht wissen, wie sie die Zusagen, die ich bei meinen Aufenthalten gebe, ab nächsten Montag einlösen sollen. Und in meinen grünen und auf meinen grünen Blättern steht, dass ein vorzeitiger Baubeginn aber noch nicht heißt, dass es auch eine Zusage zur Finanzierung gibt. Und jetzt kommt das gefährliche Terrain. Ich glaube, man kann als Staat nicht sagen, ihr könnt zu bauen beginnen und anschließend keine Zusagen einlösen für die Bezuschussung. Also wenn man sagt, ihr könnt bauen, dann muss man auch anschließend die Bezuschussung durchführen. Das kann ich zusagen und das werden wir auch tun, dass Sie das wissen. Ich danke. Jetzt war ich ein bisschen länger, als ich wollte, aber Sie waren ganz anders als im Bayerischen Landtag. Sie haben mir zugehört. Ich wünsche euch alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Für die Anne und für den Max habe ich zwei schöne Münzen des Freistaats Bayern. Hebt sie auf, die sind mehr wert als der Euro. Lieber Horst Seehofer, im Kloster und in Bayern sagt man, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Ich darf dir eine kleine Wegzehrung geben, nachdem du mit Sicherheit keine Zeit hast, aufs Oktoberfest zu gehen. Das ist eine Spende von der Firma Ponard. Die Chefin in der roten Jacke ist selber mit dabei. Die hat es gestiftet. Herzlichen Dank für deinen Danke. Besuch. Alles Gute. Ja, Herr Ministerpräsident, verehrte Patres, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf natürlich auch im Namen der Klosterdorfgemeinde unserem Ministerpräsident in der Klosterdorfgemeinde Speinsart recht herzlich willkommen heißen. Und es freut uns, dass Sie da sind und ich sage dazu ein herzliches Grüß Gott. Die Klosterdorfgemeinde und ich sage bewusst die gesamte Klosterdorfgemeinde, nicht nur das Kloster, sondern insbesondere auch das historische Klosterdorf, ist seit über 20 Jahren, seit Ende der 80er Jahren, beispielhaft durch den Freistaat, durch die Staatsregierung unterstützt worden. Es gibt ja bald eine neue Interreg-Periode und derzeit ist ja ein Wandel erkennbar in den deutsch-tschechischen Beziehungen, in den bayerisch-tschechischen Beziehungen, eine gute partnerschaftliche Nachbarschaft. Und es wäre natürlich schön, weil aufgrund der geschichtlichen Verbindungen, die es zwischen Tepl und Speinsart gibt, dass hier vielleicht in Speinsart im Kloster ein bayerisch-tschechisches Projekt entstehen kann. In diesem Sinne werden wir noch in nächster Zeit auf sich zukommen. Und wir bitten Sie um Ihre Unterstützung, weil wenn der Ministerpräsident es auch auf der anderen Seite in Tschechien anspricht, dann glaube ich, hat das natürlich Gewicht. In diesem Sinne unsere Bitte, herzlichen Dank auch nochmal heute für Ihre Zusage. Sie haben anfangs gesagt, die halbe Zusage, später haben Sie gesagt, der vorzeitige Baubeginn wird natürlich ergänzt in der Form, dass Sie auch zusagen, dass das Geld kommt. Das ist an diesem wunderschönen Tag eine freudige Botschaft für Speinsart, darüber freuen wir uns unheimlich. Ich wünsche natürlich allen jetzt einen schönen Aufenthalt in Speinsart, bedanke mich bei Ihnen, dass Sie nach Speinsart gekommen sind. Wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute, Gesundheit, Gottes Segen und viel Kraft. Und darf Ihnen auch noch ein kleines Geschenk überreichen. Georg Girisch hat ein Geschenk zum Essen mitgegeben. Ich habe mir gedacht, das ist etwas trocken. Deswegen gibt es noch ein paar Seidel Bier.
Wir haben in der Nachbarschaft eine gute Familienbrauerei, der Büttner Johannes. Ich weiß nicht, irgendwo müsste er in den Reihen sein. Hat ein paar Flaschen gebracht. Und natürlich einen schönen Krug von Speinsart, der herausgegeben worden ist unter der Zeit meines Vorgängers zum 850-jährigen Jubiläum. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles, alles Gute nach dem Motto Gott mit dir, du Land der Bayern, unsere schöne Bayernhymne. Herzlichen Dank nochmal. Und zur Erinnerung bitte ich natürlich unseren Ministerpräsident jetzt, sich ins goldene Buch einzutragen. Ich hatte schon wieder einen Körper.